Hallo Welt, hallo YouTube. Heute ist Sonntag, der 5. Juli 2020. Ich bin hier wieder auf der Baustelle, um den aktuellen Zwischenstand zu dokumentieren. Und man kann es vielleicht schon ahnen, die äußere Gebäudehülle im Keller ist fertig. Also das letzte fehlende Element, die Außenwand, die hier noch gefehlt hat, das wurde eben in den vergangenen Tagen gestellt, verschraubt, wie auch schon in den vorangegangenen Beiträgen eben gezeigt. Und somit ist jetzt hier dieses ganze Konstrukt vollständig. Ich stehe jetzt hier auf dieser Kommandobrücke, über die man dann eben mit der Leiter nach unten gelangt. Man kann auch sehen, im Keller sozusagen gibt es hier ein bisschen Feuchtigkeit bzw. Wasser. Das ist vor allem diese Ecke, die halt besonders verschattet ist, den ganzen Tag über. Da sammelt sich halt das Wasser bzw. kann nicht so richtig abfließen und das kann nicht richtig austrocknen. Aber ansonsten ist das jetzt hier in den letzten Tagen eben sehr sonnig, sehr warm gewesen und dementsprechend ist das jetzt hier größtenteils trocken. Einer der nächsten Schritte wird es nun sein, die Innenwände hier zu mauern und hochzuziehen. Und zwar wird es in diesem Geschoss hier 5 Räume insgesamt geben und ein kleines Treppenhaus bzw. den dazugehörigen Flur. Und dementsprechend muss man das hier jetzt mit ganz klassischen Protonsteinen eben hochmauern und vom Niveau her angleichen an die Außenwände, weil man dann im Anschluss hier eben Betonelemente, eine Filigrandecke auflegen wird, um die Betondecke dann eben gießen zu können. Also diese Betondecke, die wird dann abgestützt von unten und auch von oben nochmal mit Beton vergossen und verstärkt, ähnlich wie es ja schon hier bei der Bodenplatte der Fall war. Auch die Außenwände selbst sind noch nicht vergossen, wie man sehen kann. Also hier gibt es nach wie vor diese Lücke zwischen Innenwand und Außenwand und das wird eben in einem Zug nachher gemacht. In die Außenwände wird sogenannter WU-Beton hineingegossen, also das ist ein wasserundurchlässiger Beton, der eben nochmal zusätzlichen Schutz bietet für von außen drückendes und hinein gelangendes Wasser, sodass das Wasser eben nicht in den Innenbereich hineingelangen kann. Und die Decke selbst, das wird mit klassischem Beton zugeschüttet. Da kenne ich jetzt die genaue Spezifikation nicht, aber der ist eben jetzt nicht ausgelegt oder nicht spezifiziert als wasserundurchlässig, weil man eben auf diesem Niveau hier sich jetzt schon über der Erde befindet und dementsprechend nicht mit drückendem oder stehendem Wasser zu rechnen hat. Für diese nächsten Schritte muss man jetzt natürlich eine Menge Material, unter anderem eben die Protonsteine und auch das Werkzeug, um diese zu verarbeiten, in das Geschoss selbst bringen und befördern. Und das wäre natürlich sehr unpraktikabel, wenn man das jetzt hier irgendwie über diese Brücke und über diese Leiter da hineintransportieren müsste, händisch mit Manneskraft. Und dementsprechend gibt es Hilfsmittel und eins davon befindet sich schon hinter mir, nämlich ein mobiler Kran, der hier angeliefert wurde in den letzten Tagen und schon mal geparkt wurde. Der nimmt jetzt hier eine Menge Platz auf dem Grundstück ein. Der wird eben dann dafür verwendet werden, um Material hier hinein zu befördern. Das zeige ich aber auch gerne nochmal aus der Nähe. Hier jetzt also nochmal der Kran von der Seite mit ein wenig Werbung für das Unternehmen, das hier eben diesen Kran zur Verfügung stellt, beziehungsweise diese ganze Baustelle baumeisterisch eben betreut und die entsprechenden Arbeiten ausführt. Und an der Stelle kann ich ein ganz großes Lob aussprechen. Da hat bisher wirklich alles reibungslos geklappt. Die sind sehr flexibel und da kann ich wirklich nur Gutes sagen. Man kann aber sehen, dass dieser ganze mobile Kran eben als Anhänger hier an einem LKW gezogen antransportiert worden ist und durch diese Reifen halt mobil ist. Und da auf der anderen Seite sind noch mal ein bisschen Reifen, sodass man so ein bisschen rumrangieren kann und den an Ort und Stelle dann entsprechend aufbauen kann. Man kann auch schon erahnen, dass vom Kran eben ein Kabel weggeht. Das geht hier bis zum Baustromkasten und der Kran ist dann über so eine etwas größere Kraftsteckdose eben mit dem Stromnetz verbunden und kann jetzt hier eben elektrisch betrieben werden. Außerdem wird hier gerade ein Gerät aufgeladen, vielleicht von der Fernbedienung oder irgendwie ein Walkie-Talkie oder irgend sowas in die Richtung. Das hängt aber in einer ganz klassischen Schuko-Steckdose hier oben. Das hier ist jetzt also die Stelle, an der der Kran nachher auch aufgebaut werden wird. Man kann es sehen, hier gehen eben 4 solcher Arme, Füße, Beine, wie auch immer man das in Kran-Terminologie nennt, weg, womit dann eben der Kran hier wirklich dann Bodenkontakt aufnehmen wird und eben dass der Ganze eben abstürzt, diese ganze Konstruktion. Man kann auch sehen, es gibt hier eine Menge von Gewichten. Es sind zum einen hier riesige Betonklötze schon am Kran selbst montiert. Zum anderen gibt es hier eben diese klassischen Betonringe, Halbringe, wie auch immer, die man als Gewichte nutzt, eben beim Kran. Und zum einen gibt es hier 6 Stück an der Zahl. Und es gibt 6 weitere auf der anderen Seite, die hier auch schon mal in Vorbereitung entsprechend angeliefert worden sind. Hier zu sehen
ist zum Beispiel ein Empfangsmodul mit der dazugehörigen Antenne. Und das Ganze wird vermutlich dazu da sein, um den Kran eben mit einer dazugehörigen Fernbedienung fernsteuern zu können, bzw. bedienen zu können. Während es hier zum Beispiel einen Motor bzw. eine hydraulische Anlage gibt, um die eigentlichen Bewegungen ausüben zu können, wobei es davon an verschiedenen Stellen am Kran eben mehrere solcher Dinge gibt. Auch hier zum Beispiel wäre der Motor mit einer Kabeltrommel, das wird wahrscheinlich dann wirklich das Kabel des Krans bewegen, um eben Lasten auf und ab bewegen zu können. Hier zu sehen ist ein weiterer Motor, und wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere, dann ist das derjenige Motor, der es ermöglicht, den Kran zu drehen. Und man kann es hier unten sehen, da gibt es eben dieses riesige Zahnrad. Und über die entsprechende Übersetzung ist es eben möglich, mit einem solchen kleinen Motor in Anführungszeichen eben auch große Lasten bis bei diesem großen Kran zu drehen. Hier zu sehen sind also die 6 weiteren Betongewichte oder Ringe oder wie auch immer man diese nennt im Kran-Kontext. Und man kann hier aber ganz gut sehen, dass es da oben eben solche Ösen gibt, 3 an der Zahl. Und an diesen lassen sich Stahlseile fixieren und montieren, und dadurch lässt sich das eben dann einzeln als einzelnes Element vermutlich hochheben, um dann eben am Kran angebracht zu werden. Und das muss man dann entsprechend 6-mal wiederholen, sodass man alle 6 Gewichte dann irgendwie auf dem Kran montieren kann. Darüber hinaus gibt es auch diverse Konstruktionen, um eben Paletten oder Material dann anheben zu können. Das hier ist jetzt ein so ein Aufnahmemechanismus. Auch hier kenne ich leider den genauen Namen oder die Bezeichnung nicht. Aber man kann schon sehen, das kennt man ja auch. Das wird dann zum Beispiel jetzt hier am Kran eingehakt, und damit kann man dann eben eine Europalette zum Beispiel hochheben. Man kann es ja hier jetzt schon erahnen, dieser mobile Kran zusammen mit dem Erdhaufen, der eben die Erde beinhaltet, um die Baugruppe nachher zuzuschütten, nehmen hier eine Unmenge von Platz ein, und auf dem Grundstück selbst gibt es jetzt leider keinen verbleibenden Platz mehr, solange das Ganze nicht aufgebaut ist und ein bisschen verräumt worden ist. Und so wurde jetzt notgedrungenermaßen hier das eigentliche Material, das in der nächsten Woche verarbeitet werden soll, das sind halt im Wesentlichen die Steine für die Mauern bzw. der dazugehörige Mörtel sowie ein bisschen Betonestrich. All das steht jetzt hier auf dem gegenüberliegenden Grundstück. Das macht jetzt nicht den Anschein, dass es hier jetzt in den nächsten Tagen mit den Baumaßnahmen losgeht. Insofern ist das hoffentlich kein größeres Problem. Es gibt hier auch noch eine Reihe von Stützen, die verwendet werden nachher, um die Elementdecke eben abzustützen, sowie eine größere Säge, um die einzelnen Steine halt dann passgenau zuzuschneiden an Ort und Stelle. Und all das soll jetzt eben im Laufe der nächsten Woche verarbeitet bzw. dann auf unser Grundstück transportiert werden, sobald da wieder ein bisschen mehr Platz ist. So, das waren jetzt also die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem letzten Mal. Am Objekt selbst wurde halt diese eine fehlende Außenwand nochmal mit dazugestellt, sodass man jetzt hier eine volle Gebäudehülle im Kellergeschoss hat, und das wird dann zusammen mit der Elementdecke bzw. mit der Decke des Erdgeschosses, mit dem Boden des Erdgeschosses bzw. mit der Decke des Kellergeschosses mit Beton vergossen. Und sobald das dann abgeschlossen ist, kann man nämlich auch hier die Baugrube selbst wieder ein bisschen zuschütten, die fehlenden Leitungen hier noch einziehen, und dann hat man hier auf dem Grundstück auch wieder ein bisschen mehr Platz, um Material und so weiter abzulegen und zu deponieren. Ansonsten wurden hier eben noch eine Menge von Vorbereitungen getroffen in Form von diesem Baukran bzw. in Form von Material, das hier schon angeliefert worden ist. Und das soll jetzt vom Zeitrahmen her in den nächsten Tagen hier wirklich mit Vollgas weitergehen. Denn das Kellergeschoss soll jetzt wohl sogar bis zum Freitag fertig gemauert worden sein. Auch ich muss dann noch ein bisschen Vorbereitungen bzw. Arbeiten durchführen in Form von Lehrern, die einzuziehen sind. Die meisten Kabel werde ich in den abgehängten Decken führen, die ich hier jetzt auch vorgesehen habe. Aber einige Kabel, jetzt zum Beispiel im Bereich der Kellerfenster, da hinten muss ich eben im Vorfeld noch einziehen, bevor jetzt hier der Beton gegossen wird. Das werde ich im Laufe der nächsten Woche tun, wenn alles nach Plan läuft. Und auch das werde ich hoffentlich dokumentieren. Bis dann!